Enzo Enea hat den Wald komponiert. War er mit dem Ergebnis zufrieden? Ich glaube, er ist sehr zufrieden. Er hatte, glaube ich, auch mal so eine Zeit lang die gleichen Ängste, die ich hatte, oder schlaflose Nächte oder zumindest ein paar Stunden. Weil man natürlich, man kann sich alles vorstellen, nicht, in der Fantasie. Aber wie es dann in Realität ist, wenn ein Baum in dieser mächtigen Architektur steht, ob das mit der Proportion, ob das wirklich so hinhaut, das kann man, das erfährt man erst dann, wenn nicht der erste Baum da steht. Und da hinten der allererste, der nicht mal einer der größten war, aber als der zum ersten Mal von der Waagrechte in die Senkrechte kam, wo ich den gesehen habe, da wusste ich doch, das wird hinhauen. Ich wusste ja, was noch an größeren Bäumen kommen wird. Ich finde, er hat es wirklich sehr schön gemacht, denn, und es lohnt sich wirklich, sich zu bewegen in diesem Stadion, drumherum zu gehen, den Perspektivenwechsel wirklich wahrzunehmen. Haben Sie versucht, die weltberühmte Zeichnung von Max Bendtner, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur, originalgetreu umzusetzen? Nein, das kann man ja gar nicht. Also das muss man vielleicht, das ist auch gut, dass Sie das fragen, weil man kann jetzt nicht hingehen, wir werden die Zeichnung bewusst da auf den Screen zeigen. Die Zeichnung ist der Auslöser gewesen, aber wenn ich jetzt eins zu eins das vergleiche, geht es schon mal gar nicht. Aber es ist ein komplett anderes Stadion, es ist ein Leichtathletikstadion. Er hat sich da angelehnt, ein bisschen ans Praterstadion. Wenn Sie die Baumtypen anschauen, ist es eigentlich immer der gleiche Baumtypus. Es geht um die Bildidee, nicht? Es geht nicht darum, ein Bild zu kopieren in real. Das ist sowieso nicht machbar, eben weil jeder Baum ist ein Unikat. Jedes Blatt ist ein Unikat. Das kann man gar nicht. Es geht halt wirklich darum, diesen Titel ernst zu nehmen, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. Und die Natur stellt sich jetzt hier eben so dar, wie wir das umgesetzt haben. Und das ist das Wichtige. Es geht nicht darum, eine Zeichnung zu kopieren. Warum ist der Stadionwald nicht begehbar? Das hat einen ganz wesentlichen Grund, und der liegt darin, dass ich gesagt habe, und Max sowieso auch, wir wollen nicht, dass mit dem Wald gespielt wird. Also, dass er nicht eventisiert wird. Nicht, dass nicht plötzlich Leute auf die Idee kommen, jetzt gehen wir mal picknicken im Wald oder rasen da mit dem Mountainbike durch oder weiß der Teufel was alles, sondern eben, dass man ihn mit Respekt auf Distanz wahrnimmt und sich vielleicht irgendwie mal hinsetzt und wieder überlegt, ja, was sehe ich da, was bedeutet das für mich, was habe ich für einen Bezug dazu, wie gehe ich mit dem Wald um, wie gehen wir überhaupt mit dem Wald um, eben mit dieser ganzen Thematik, die momentan ja auch hochaktuell ist. Und ich glaube, das passiert eben nur, wenn man auch, ja, wirklich halt auch mal etwas mit einem Abstand sich anschauen muss oder darf.